In meiner dritten Schwangerschaft habe ich mich für eine Hausgeburt entschieden. Zum Glück habe ich auch eine Praxis gefunden, die Novia Hebammen sind das in Frankfurt, die mich dann bei der Geburt begleitet haben. Alex war erst dagegen, der hat sich sehr viele Sorgen gemacht und deshalb habe ich da zunächst Aufklärungsarbeit gemacht. Ich habe recherchiert, habe mir alle Zahlen zusammengeschrieben, was so bei Hausgeburt zu erwarten gibt, also wie häufig da Babys umkommen, wie häufig da Mütter sterben und so Sachen, die Männer sich ja im Kopf vorstellen, wenn sie an eine Hausgeburt denken. Dann habe ich ihn auch zu den ersten Sprechstunden zu den Hebammen mitgenommen, so dass so die letzten Sorgen, Ängste weggenommen werden konnten. Ich muss sagen, dass der Alex natürlich bis zur Geburt immer noch in leichter Anspannung war. Für ihn war das keine natürliche Vorstellung, ein Kind zu Hause zu bekommen. Das hatten wir in unseren Familien nicht gehabt. Ich hingegen wusste ganz genau, was ich tue. Ich habe dem Geburtsort vollkommen vertraut und auch den Hebammen. Ich glaube, das ist eine gute Entscheidung, wenn Männer sagen, okay, das ist dein Körper und du wirst ja von Fachkräften begleitet. Ich lasse mich drauf ein. Was Alex noch vor der Geburt gemacht hat, er ist die Strecke zum nächsten Krankenhaus mehrmals gefahren, so dass er sie sehr gut kannte. Es war natürlich alles im Grunde unnötig, aber das hat ihm Sicherheit gegeben. Und ja, warum nicht, wenn das einem gut tut? Als meine dritte Geburt begann, war meine Mutter ebenfalls da bei uns zu Besuch. Sie kam aus Nürnberg. Das war eine Woche vor ET, also 39 plus 0. Und am Morgen musste bei mir ein kleiner Eingriff an der Haut am Rücken gemacht werden. Und da hat sich ein Muttermal gebildet, der entfernt werden musste. Und das war, glaube ich, der Auslöser für diese Geburt, weil das sehr schmerzhaft war. Also diese kleine OP an der Haut. Ich habe da immer noch eine Narbe. Ich glaube, das hat unseren Kleinen so gestresst, dass er gesagt hat, okay, ich muss hier raus. Weil noch in der Praxis beim Arzt hatte ich den Durchfall und dann zu Hause wieder Durchfall und kurze Zeit danach kamen dann die ersten Wellen. Da habe ich Alex informiert. Er war zu dem Zeitpunkt in der Arbeit in Darmstadt. Er hat sich auf den Weg gemacht. Es war gegen 10 Uhr vormittags, als ich ihn informiert habe. Also gegen 11 war er zu Hause. Und ich hatte schon regelmäßige Wellen, war in der Badewanne und habe eben diesen Test gemacht, ob die Wellen weniger werden im warmen Wasser. Nein, die kamen weiterhin regelmäßig. Und dann wusste ich, okay, das ist die echte Geburt. So habe ich Alex gebeten, dass er unseren Birthpool vorbereitet. Er hat den aufgeblasen, mit Wasser gefüllt und das hat circa eine Stunde gedauert. In der Zeit habe ich eben wie beim zweiten Kind bin ich in der Wohnung umhergelaufen und bei jeder Welle habe ich mich irgendwo abgestützt und die Wellen aktiv verarbeitet. Sobald der Pool gefüllt war, bin ich sofort in den Pool. Ich wusste, dass mich das total entlastet, dass es mir an Gewicht wegnimmt und das Wasser macht das auch so angenehm. Es war gegen 12 Uhr mittags. Da hat Alex eben die Hebammen informiert, dass wahrscheinlich heute eben das Baby auf die Welt kommt, dass sie sich vorbereiten können. Und dann haben wir einfach weitergemacht. Meine Mama wusste auch Bescheid, dass ich schon im Birthpool bin. Dann hat sie sich auf den Weg gemacht, um die Älteren
aus der Kita abzuholen und hat sie nicht sofort nach Hause gebracht, weil ich das nicht wollte, weil ich wusste, sie werden mit mir im Whirlpool planschen wollen, die werden den Alex auch sehr ablenken. Das wollte ich alles nicht. Ich wollte den Pool und den Alex für mich haben, so dass ich meine Mutter gebeten habe, dass die noch draußen was unternehmen. Das hat meine Mutter gern gemacht. Die waren in so einem Indoor-Spielplatz. Nach dem Ganzen sind die auch zu der Schwester von Alex nach Frankfurt gefahren, haben dort zu Abend gegessen und haben dort auch übernachtet. Also wir hatten die Zeit und den Raum für uns. Heute würde ich das wieder so machen. Ich würde ganz kleine Kinder bei der Geburt nicht haben wollen. Damals war ja unser mittlerer 2,5 und der älteste 5,5. Dafür aber ältere Kinder, das hätte mich nicht gestört, wenn sie dabei wären. Alex hat mich mit Wasser versorgt, hat mich massiert, hat auch ein paar Videos gemacht von der Geburt. Der ist aber noch nicht zu mir in den Birthpool gestiegen. Erst gegen 18 Uhr, da haben die Hebammen selbst angerufen, haben gefragt, wie der Stand ist und sind dann auch erst Michelle ist bei uns eingetroffen. Und dann die Carolina und später zur Austrittsphase. Als die Michelle bei uns ankam, das fand ich so großartig und finde es nach wie vor, ist es mir gar nicht aufgefallen, dass jemand anders noch im Raum ist. Sie war sehr leise, sie hat mich auch nicht gleich angesprochen. Sie saß im Zimmer auf dem Boden, hat ihre Notizen gemacht und hat mich einfach beobachtet, weil man ja auch von außen feststellen kann, wann die Frau in der Wehe ist und wann die Pause ist. Man sieht es ja. Und das hat sie alles für sich notiert, die Uhrzeiten. Und erst circa eine Stunde nachdem sie eingetroffen war, ist sie zu mir und hat so ein CTG gemacht, aber mit so einem Funkgerät, dass man ins Wasser eintauchen kann. Und hat mich angesprochen, hat gefragt, wie es mir geht, ob ich etwas brauche, hat mich auch am Rücken massiert. Dann hat sie sich wieder zurückgezogen und der Alex ist zu mir in den Birthpool und hat mich da richtig gut begleitet mit der Endorphinenmassage, die wir hier lernen, und hat mich gehalten und mich richtig doll unterstützt, auch bei der tiefen Entspannung. Erst gegen 9 Uhr hatte ich das Gefühl, dass ich nicht mehr mag. Das ist ja auch ein sehr gutes Zeichen für die Übergangsphase. Das heißt, die Öffnungsphase ist fast vorbei. Das Baby darf sich bald auf den Weg machen. Und das war auch so bei mir. 9 Uhr abends dachte ich, Leute, ich bin müde. Ich möchte eigentlich aussteigen und macht was mit mir. Lass uns ins Krankenhaus fahren und ich bekomme Kaiserschnitt. Mir ist alles egal. Natürlich ist die Geburt, wenn man schon zwei kleine Kinder hat, anstrengender. Klar, weil einfach die Tage auch gefüllter sind, man kommt nicht so viel zur Ruhe. Ich habe das durchaus bei der Geburt auch gemerkt, diesen Unterschied. Diese Geburt war für mich schmerzhafter, auch trotz der tiefen Entspannung habe ich gemerkt, dass auf der Skala von 0 bis 10, dass da in der Öffnungsphase die Schmerzen bei circa 4 waren. Also alles wirklich gut machbar, aber wie gesagt, im Vergleich zur zweiten Geburt doch schmerzhafter. Das, wie gesagt, war aber überhaupt nicht schlimm, hat mich nicht wie beim ersten Kind total aus der Fassung gebracht und mich überfordert. So war das nicht. Als ich eben gesagt habe, dass ich nicht mehr mag und ja, ich möchte hier bitte aussteigen, hat die Michelle vorgeschlagen, dass sie mich vaginal untersucht. Das war die erste vaginale Untersuchung bei der Geburt, was ich auch so toll fand.
Und als sie das gemacht hat, hat sie festgestellt, dass ich bei 9 Zentimetern war. Das heißt tatsächlich die Übergangsphase. Und sie hat gesagt, komm Alina, noch eine Welle und du, wenn du magst, darfst du leicht mitschieben. Dann rutscht das Baby tiefer und bestimmt beginnt dann die Austrittsphase. So war das auch. Also wieder nach circa 30 Minuten kam unser Sohn zur Welt. Ich war in der Austrittsphase eben komplett im Wasser. Der Alex saß hinter mir auf so einem Hocker. Im Birthpool gibt es ja so einen Hocker, der damit aufgeblasen wird. Der saß da. Und ich habe mich mit den Beinen am anderen Rand des Birthpools abgestützt und mich hier am Alex gehalten und habe eben das Kind so rausgeschoben. Ich hatte hier auch keine Geburtsverletzungen. Das war meine größte Sorge, dass ich bei einer Hausgeburt Geburtsverletzungen habe, die dann zu Hause auch irgendwie in deinem Schlafzimmer dann genäht werden müssen. Die Vorstellung war gar nicht so schön. Und das habe ich eben dank den Visualisierungen und den Affirmationen gut gemeistert, dass das Baby sanft durch den Geburtsweg ging. Es musste nichts genäht werden. Und hier war es ebenso wie bei der ersten Geburt. Die Plazenta war 1 Stunde nach der Geburt des Kindes noch nicht da. Das war ein guter Zeitpunkt, um unseren Kleinen abzunabeln. Das fand ich auch so toll, dass er noch 1 ganze Stunde nach der Geburt an der Nabelschnur und an der Plazenta eben geblieben ist. Das war so schön. Das empfinde ich heute immer noch als so wohltuend, weil unser zweites Kind wurde sofort abgenabelt, auch nachdem ich gefragt habe, ob er noch nicht länger an der Nabelschnur bleiben darf. Und in der Klinik hieß es, für sowas haben wir keine Zeit. Ja, und hier war die Zeit da. Dann hat Alex das Baby auf den Arm genommen und die Hebammen haben mich gebeten, dass ich eben die Position wechsle. Ich bin aus dem Birthpool ausgestiegen und bin auf diesen Geburtshocker draufgegangen. Und die Michelle hat leicht an der Nabelschnur gezogen und die Plazenta ist da abgegangen. Also einfach nur von dem Positionwechsel und leichtes Ziehen, also wirklich ganz leicht. Die U1 wurde gleich im Bett durchgeführt. Die Hebammen haben sich noch die Plazenta angeguckt, ob denn alles da war. Ich wurde auch noch mal nach der Geburt untersucht, nach den Geburtsverletzungen, die nicht da waren. Und die Hebammen sind gegen Mitternacht wieder abgereist.